Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die November-Edition der Blissin-Box und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissin-Box ist eine Box, die damals nur in Frankreich verfügbar war und seit einer Weile, seit zwei Jahren oder so, in Deutschland und das tatsächlich dank euch. Denn meine Community hat tatsächlich geschafft, dass die Box nach Deutschland gekommen ist. Und deswegen bekomme ich die Box auch immer wieder schön im PR zugeschickt und darf auch eine weitere an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Ihr seid einfach geil. Genau. Und das muss an dieser Stelle einfach mal gesagt werden. Wir werfen heute mal einen Blick in die November-Edition. Die kosten 16,90 €. Wir haben hier aber auch immer 5 Beauty-Produkte drin enthalten, die immer auch einen sehr, sehr schönen Warenwert haben. Solltest du Bock haben, die Box zu abonnieren, mach das gerne über den Link in meiner Infobox. Und wenn du neu abonnierst, gib den Code MUTMASKI ein. Dann kriegst du auch ein Goodie mit dabei. Das müsste hier auch drin sein. Genau, das ist hier. Nämlich das Vitamin-Infused Eye Serum mit 30 Millilitern. Das ist unfassbar hochpreisig. Kann man sich auch super als Produkt unter dem unter der Augencreme aufgeben oder halt separat. Also, dass du es halt als Augencreme verwendest. Ne? Ist aufhellend und in dem Sinne eine ganz praktische Geschichte. Genau. Ihr wisst Bescheid. Mein Kopf sitzt ein bisschen dicht, ich bin ein bisschen erkältet. Wir kriegen das alles hin. Und ich habe den Deckel jetzt auch schon entfernt. Und da haben wir auch schon Winter Home draufstehen. Und da wird uns schon direkt ein bisschen der Winter nahegebracht. Hier sehen wir dann die Box, den Boxeninhalt, den wir gleich sehen werden. Okay, also Motto. Nimm dir Zeit und genieße die Ruhe deines Zuhauses vor dem Weihnachtswahnsinn. Deine Beauty-Auswahl 100% made in France wird dir eine extra Portion Gemütlichkeit und ein strahlendes Aussehen verleihen, damit du den Winter ganz sanft angehen kannst. Das ist schon ziemlich cool, ne? Ja, also der Winter steht definitiv vor der Tür. Ich glaube, 50% von uns liegen eben genau aktuell in diesem Status wie ich gerade, nämlich irgendwie mit einer Erkältung, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, keine Ahnung. Und dann bin ich mal gespannt, wie diese französische Box, ehemals französische Box, uns das Ganze verschönern möchte. Ich starte mit Speciology, genau, ein Shampoo, das mit Keratin und Arganöl ist und reparieren soll und reparieren, das steht jetzt zweimal, okay, stärkt und Schein hervorrufen soll. 60 Milliliter haben wir hier drin, das finde ich cool, Shampoos kann man immer ganz gut gebrauchen und ich glaube, dass es auch gar nicht so günstig ist, meine ich mich jedenfalls zu erinnern, ist eine sehr, sehr schöne Verpackung, weil du hier oben halt auch nochmal dieses Öffnungsding hast, ne? Ich kann nicht viel riechen, da rieche ich jetzt wirklich gar nichts. Okay, dann habe ich hier als nächstes Produkt etwas für den Körper. Und zwar ist es von Voila Body ein Moisturizing Body Balm mit 40 Millilitern. Wir haben hier immer eine sehr kleine Box, die auch dementsprechend kleinere Produkte enthält, die aber meistens einen etwas höheren Wert haben. Das finde ich schön, Körper muss eingecremt werden. Wir haben Heizungsluft, Kaminluft, trockene Luft auf jeden Fall und dementsprechend braucht unsere Haut wirklich Feuchtigkeit. Da kommt das ganz gut. Dekorative Kosmetik darf nicht fehlen, da habe ich etwas von Pompon am Start. Das ist ein Blushstick, Le Fantastique Baume et Blush, Le Rose. Das ist diese Schätzelein und ich glaube, das wird eine Full Size sein. Schauen wir doch mal hinein. Jo, habe ich den nicht schon? Tatsächlich nicht, dann schauen wir uns den mal etwas genauer an. Also wirklich so ein herausdrehbarer Stickblush. Okay, da habe ich eben einen anderen Blush geswatcht. Machen wir das hier einfach mal. Also ich mag Stickblushes aktuell wirklich gerne. Es ist immer schwierig mit so einem farbgebundenen Produkt. Das sagt man ja immer wieder und das ist auch tatsächlich so. Schaut so aus, aber der scheint auch gar nicht so super hart pigmentiert zu sein, sodass dann auch so Blasshäutchen wie ich da ganz gut mit zurechtkommen könnten. Muss ich auf jeden Fall mal im Full-Face ausprobieren. Und irgendwie habe ich hier so einen Abdruck von meinem Pulli. Läuft bei mir. Genau, also das sieht sehr dezent aus. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass man den dann wirklich gut auch tragen kann, wenn man, eben diese fahle Winterhaut hat, ne? Und einfach quasi gar keine Foundation oder so einen leichten Tinted Moisturizer vielleicht nur drauf hat. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann kann ich euch auch mehr dazu sagen. Apropos, ich weiß gar nicht, ob es den auch in dem Adventskalender von Bissin gibt. Verlinke ich euch auch super gerne in der Infobox. Der dürfte noch verfügbar sein. Hier habe ich jetzt das vorletzte Produkt von Hugon. Ist das nämlich ein Bon Mine Hydration Moisturizing and Radiance All Skin Tones 15 Milliliter. Das ist eine Gelcreme
mit Hibiskus und Hyaluronsäure. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ist dann wohl ein Serum, wenn ich mich das, also, ne, wenn ich mich nicht täusche, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Auch wenn hier Gel-Creme steht, wahrscheinlich ist es eher wie ein Serum. Ja, es kommt ja auch wie ein Serum raus, ne? Genau, finde ich schön. Wie gesagt, Feuchtigkeit können wir alle sehr gut gebrauchen. Und hier habe ich dann das letzte Produkt, Skin City mit Vitamin A, C, D, E. Das hört sich an wie ein Saft. Omega 3, 6 und 9 sind hier drin. Das ist ein nährendes Serum von Mira oder Mira. 30 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, das ist gar nicht günstig. Und ich glaube, dass ich, als ich das letzte Mal da hatte, ich das eiskalt verwendet habe für meine Oberschenkel. Also von Knie bis Hüfte verwende ich gerne so Öle. Das hilft mir sehr, sehr gut tatsächlich gegen. Meine Dehnungsfugen werden dadurch einfach mal ein bisschen geglättet und auch meine Zellulite wird einfach dadurch ein bisschen befeuchtet und dementsprechend sieht das alles etwas smoother darum aus. Okay, auf jeden Fall, Vitamin A ist eigentlich ja auch so ein bisschen retinolmäßig unterwegs. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, aber ja, wobei, wenn du das ins Gesicht gibst, solltest du es schon wissen. Ich habe hier mal ein Video gedreht, da geht es um Inhaltsstoffe, ne, um Wirkstoffe. Vitamin C ist aufhellend, Vitamin D. Keine Ahnung, was das für den Körper macht. Vitamin E ist ja schöner als Vitamin. Und ich weiß auch nicht, was die Omega-Säuren da machen. Aber ja, kann man auf jeden Fall gut verwenden und gut gebrauchen, jetzt in der kalten und trockenen Jahreszeit. Und das ist jetzt einfach mal die Box gewesen. Also, sie ist schön gestaltet. Es ist wirklich sehr, sehr französisch angehaucht. Also, wir haben wirklich die französischen Marken. Und halt als Goodie, Mutmaski ist ja, glaube ich, eher weniger französisch. Ich glaube, es ist England, oder? Holland, die Niederlande ist das, genau. Und ja, aber ansonsten haben wir hier, also wir haben dekorative Kosmetik, wir haben was für die Haare, wir haben was für den Körper, wir haben was fürs Gesicht. Was will man mehr? Also ich finde es sehr, sehr schön gemacht, tatsächlich von der Konstellation der Produkte. Ist jetzt nicht so mega, oh mein Gott, wie geil, sondern es sind halt Basic-Produkte, die man gut gebrauchen kann. Und ich habe das auch anhand eurer Kommentare unter meinen letzten Unboxings auch immer wieder gelesen, dass ihr das einfach sinnvoller findet, wenn da halt so brauchbare Produkte sind. Als wenn da jetzt irgendwas drin wäre, was den Wert krass hochtreiben würde oder so, ne? Und deswegen, also ich finde es sehr, sehr schön so und mir gefällt es auch vom Inhalt von der Box. Für 16,90 € macht man da auf jeden Fall nichts verkehrt. Kann sich auch sehr interessante Marken einfach mal anschauen und ja, cool. Danke, Blissim. Nette Box. Darf ich jetzt auch verlosen? Genau diese. Und ja, dann wäre es ja auch schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.